Der ET425 gehört zu den modernsten Nahverkehrszügen der Bahn. Seit Einführung der neuen Baureihe treten vermehrt Unfallschäden auf. Ursache: konstruktionsbedingt fehlen beim ET425 Puffer an den Steuerwagen. Schon bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten, zum Beispiel beim Auffahren auf Prellböcke, verformt sich der Aluminiumunterbau der Fahrzeuge. Wir haben hier einen Unfall im Frontbereich eines ET425. Analog dazu haben wir schon einige Unfälle hier im Werk Krefeld repariert. Insbesondere treten Schäden auf im Bereich der glasfaserverstärkten Kunststoffe hier zu sehen. Des Weiteren haben wir Deformierungen, insbesondere im Aluminiumbereich hier unten. Sehr viele Anbauteile sind defekt, die getauscht werden müssen. Und dieser Reparaturaufwand ist sehr enorm. Um die Ausfallzeiten der Fahrzeuge so gering wie möglich zu halten, werden zuerst die unbeschädigten Zughälften in einem schwierigen Verfahren wieder zusammengesetzt. Anschließend reparieren die Mitarbeiter des Werks Krefeld die beschädigten Halbzüge, die beide ähnliche Kollisionsschäden aufweisen. Auch sie werden später zu einem Zug zusammengesetzt. Bei den Arbeiten gewinnen die Monteure wertvolle Erfahrungen für weitere Reparaturen. Zur Sanierung der Unfallschäden sind umfangreiche Schweißarbeiten an den Aluminiumunterbauten des Führerstands notwendig. Dafür muss der Kopf des Steuerwagens entfernt werden. Der Führerstand der ET-Baureihe besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff, der verklebt wird. Nach so einem Schaden müssen wir großflächig sanieren. Das heißt, wir müssen die Teile so ausschneiden, dass wir können nicht an den alten Schweißstellen wieder anbinden. Wir müssen aus der Wärmeeinflusszone der alten Schweißnähte rauskommen, weil, wie ich eben schon sagte, die thermische Belastung ist also sehr schädlich für den Aluminiumwerkstoff. Das heißt, wir können noch maximal zweimal reparieren an so einer Schweißnaht. Die Baureihe 425 geht nur alle 4 bis 8 Jahre, spätestens jedoch nach 1,5 Millionen Kilometern in Revision. Deshalb gibt es im Werk Krefeld bisher kaum Erfahrungen mit der Sanierung dieses Fahrzeugtyps. Der wichtigste Teil der Reparatur, die Schweißarbeiten. Um die Ersatzteile miteinander zu verbinden, wird ein Wolfram-Plasma-Schweißgerät eingesetzt. 40.000 Grad Celsius beträgt die Temperatur während des Schweißvorgangs. Das Besondere an der Instandsetzung ist, dass wir hier mit dem Werkstoff Aluminium zu tun haben, den man in der Bearbeitung nicht vergleichen kann mit dem Werkstoff Stahl. Und es erfordert besondere Kenntnisse auch von den Mitarbeitern. Die müssen besonders geschult werden. In der Schweißtechnik ist es eine große Herausforderung. Dazu kommt, dass wir die Körperzwangshaltung haben. Das heißt, wenn das Fahrzeug nun mal auf Böcken steht, haben wir die Schweißposition über Kopf. Und das ist sehr schwierig in der Ausführung. Nach 14 Tagen sind die Schweißarbeiten an den beiden Triebköpfen beendet. Jetzt beginnt für die Techniker in Krefeld der nächste Schritt der Sanierung. Und der ist eine Premiere. Die Montage des neuen Führerstands aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Er wiegt 400 Kilogramm und wird mit dem Zugkörper verklebt. Die Klebearbeiten übernimmt ein Techniker von Siemens, dem Hersteller der Fahrzeuge, der den Aufbau des Fahrzeuges kennt. Diese Klebenaht ist konstruktiv so ausgelegt, dass sie eben diesen 400 Kilo schweren Kopf halten kann. Und da muss ein bestimmtes Spaltmaß eingehalten werden. Und es muss eben gewährleistet sein, dass überall der Kleber anliegt. Und zum Klebeverfahren nochmal, das sind 2 Kleber. Heute wird der Grundkleber aufgetragen. Morgen gibt es nochmal eine Deckschicht, die auch UV-beständig ist. Die Reparatur ist reine Handarbeit. Techniker verschiedener Abteilungen des Werkes arbeiten zusammen an den beiden Steuerwagen. Das Klebeverfahren verlangt besondere Sorgfalt in der Verarbeitung. Alle Oberflächen müssen staub- und fettfrei sein. Während des Klebevorgangs wird in der Werkhalle eine konstante Raumtemperatur von 22 Grad Celsius eingehalten. Knapp 4 Stunden muss der frisch aufgetragene Kleber trocknen. Der nächste Arbeitsschritt ist dann, dass wir Abvermittler aufbringen, der uns einen besseren Kontakt zwischen Klebfuge und Oberfläche herstellt. So, und dann gehen wir hin mit einer Klebmaschine und fugen also den kompletten Bereich aus, beginnend von vorne, unterhalb des Fahrzeuges, die komplette Länge, einmal nach oben, oberhalb auf dem Dach und auf der anderen Seite entgegengesetzt wieder runter. Alles ist neu und ungewohnt bei dieser Art der Reparatur. Selbst die Klebemaschine ist eine Spezialkonstruktion. Sie wird von Siemens geliefert, denn der Hersteller verfügt über die nötige Erfahrung im Umgang mit der Klebetechnik.
Nach 4 Monaten in der Werkstatt sind beide Zughälften wieder einsatzbereit. Vor der ersten Probefahrt werden Bauteile markiert, um diese gezielt beobachten zu können. Mit der Demontage der beiden Führerstände wurde auch die Verkabelung erneuert. Jetzt ist es Zeit für eine Funktionsprobe. Man fängt im Prinzip ganz unten an, bevor man überhaupt mal ein System am Laufen hat. Erstmal zu gucken, sind Isolationswiderstände in Ordnung im Fahrzeug, habe ich keine größeren Kurzschlüsse drin, ähnliches. Danach beginnt man dann die Rechnersysteme, Fahrzeugleitrechner und ähnliches hochzufahren. Bussysteme müssen laufen und so weiter und so weiter. Wenn man das stabil hat, dann kommen allmählich dann die ganzen Subsysteme, heißt man muss die Bremse überprüfen, Antriebsanlage, die ganzen Zugleitsicherungstechnik, ähnliche Systeme. Auf der Probefahrt von Krefeld über Duisburg, Düsseldorf und Köln wird das Fahrzeug einer Reihe von Tests unterzogen. Dazu gehört auch das Fahren mit der Höchstgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde. Auch der Fahrgastraum wird akribisch überprüft. Nur wenn alle Türen richtig schließen, bekommt der Zug das Gütesiegel der Prüfer. Die Zugsicherung hat super funktioniert. Gleiches gilt für die Antriebsanlagen. Die waren also sehr ruhig und sauber. Die Regelung funktioniert erst rein. Ich denke, ein Fahrzeug können wir zumindest von der Seite der Elektrotechnik her guten Gewissens dem Fahrgastbetrieb zurückgeben. 15 Wochen haben die Arbeiten an den beiden Steuerwagen in Anspruch genommen. Jetzt stehen sie wieder zusammengesetzt zu einem Zug auf der Schiene. Für die Techniker des Instandhaltungswerks Krefeld war jeder Arbeitsschritt eine neue Erfahrung. Eine Erfahrung, die auch für andere moderne Fahrzeuge der Bahn von Nutzen sein wird.